Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge One Piece Special Cruise und ja, OMG, lila Charaktere gibt's und wenn ich da drauf gucke, dann könnte ich jedes Mal heulen, dass ich immer noch kein Vista habe. Das geht mir richtig, oh, das geht mir so auf den Sack, ganz ehrlich, Leute. Hawkins habe ich übrigens auch noch nicht. Also es ist richtig verlockend, jetzt einfach mal zu poolen, aber nein. Ich habe mir, wo ich angefangen habe bei dem Spiel, habe ich mir gesagt, ich pool wirklich nur an Zugofesten. Ansonsten gibt's das nicht. Ja, was machen wir heute? Ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen. Wir machen heute den guten Don Krieg. Warum? Keine Ahnung. Damit ihr sozusagen morgen noch ein Video bekommt. Ich mache das jetzt kurz vor meiner Turtle Time. Also Stamina sind auf jeden Fall ready, sage ich mal. Auch wenn jetzt nochmal 30 weggehen, scheiß drauf. Bleiben dennoch noch mehr als genug, sag ich mal. Ja, vielleicht bezahle ich auch noch den ein oder anderen Gem. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall als kleine Info für euch. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende zuzuschauen. Weil nach Don Krieg spreche ich nochmal ein Thema an, was mit Garantie den ein oder anderen von euch interessiert. Aber dazu, ja, dann später gleich mehr. So, ich schaue jetzt einfach erstmal durch. Ich hätte ganz gerne ein Doppelboa-Team genommen, womit es möglichst schnell geht. Wobei ich aber auch sagen muss, die Waldfee. Ich nehme einfach mal den guten Corby. Der funktioniert da auch. Ansonsten switche ich mal rum. Wie gesagt, ich mache das mit einem Team, was möglichst großes Aufarbeitung Krieg macht, umso schneller, umso besser, sage ich mal, ist jetzt auch einer, den unbedingt farmen muss, sage ich mal, krampfhaft, weil Don Krieg ist vielleicht für den Anfang gut als Lina Unit, es gibt jetzt, sage ich mal, noch Lila Turtles. Und von den Skillbooks her gesehen kannst du eigentlich auch alles in die Tonne treten, bis auf, ich sag immer Feuerfuß Sanji dazu. Die anderen Sanjis sind alle, naja, brauchen wir nicht unbedingt. Und ja, schauen wir einfach mal. Bittelzeit werde ich mir dennoch lassen, weil ich möchte, wenn möglich, den guten Impact Dialysorb voll haben am Ende. Ansonsten versuche ich jetzt so wenig wie möglich zu lesen, aber Live-Commentary for the win, sage ich mal. Also werde ich das natürlich wieder mit Bravour nicht hinkriegen. Aber ist eigentlich egal, solange ich sterbe, das geschockt. Geht das alles ohne größere Probleme, ihr seht das. XP, also es lohnt sich jetzt von der XP her gesehen, lohnt sich das auch nicht unbedingt den ganzen Spaß hier zu farmen. Weil es gibt nicht immer 3000 oder so. Das ist schon ein bisschen schwach, ganz ehrlich. Also das, aber wie gesagt, das ist eine von den Anfangsstages. Ich weiß noch, wo die damals rausgekommen ist. Da hast du dich riesig drüber gefreut, endlich mal was Neues, hast einen neuen Charakter gekriegt. Und all solche Sachen. Und mittlerweile ist das hier alles Pillepalle. Also das ist schon krass, wie sich das hier alles so verändert, sag ich mal. Oh, der hat mir aber jetzt böse auf den Schinken gehauen, Alter. Was fällt ihn eigentlich ein? Ich werde auf jeden Fall zwei Runden. Oh, es gibt hier heute einen Schmarrn zusammen, das ist schon wieder nicht ganz feierlich. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist natürlich jetzt gerade richtig gut. Naja, zu dem Run gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt, ich bevorzuge dennoch lieber Prison Break. Wie sieht's aus, Impact hier? Drei Züge, okay, kann man noch ein bisschen stallen, machen wir. Dass man möglichst, ich brauche jetzt nicht unbedingt die Orbs dann bei Don Krieg oder so. So, hier, da lacht doch ein Herz, ganz ehrlich. Also, das Treasure Cruise Herz blüht doch da auf, wenn man die ganzen Turtles sieht. Ey, die könnten echt mal wirklich so ein
so einen Random Drop könnten die mal einführen, wo man auch muss ja, auch wenn es eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist, wo einfach mal zwei Turtles oder sowas droppen, Alter, in einer Stage. Das wäre ja mal richtig geil, ganz ehrlich. Da könnte man sich auch mal doppelt freuen. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was für eine gedroppt ist. Aber ja, ist eigentlich auch egal. So, Don Krieg, wie sieht's aus? Ich hau jetzt den einfach raus, um möglichst am Anfang anzumachen, um den Boost von Boa nicht zu verlieren. Komm, wir fangen mit Corby an. Und ja, hau mal einfach drauf, was wir haben. Ist ja wie gesagt jetzt nicht das Allerschwerste oder so. So, Don Krieg, ich glaube mal der Prüger. Ah shit, jetzt hätte ich Corby natürlich noch aktivieren können. So, da ist natürlich Boa perfekt. So, der haut mich natürlich jetzt, das war klar. Kleine Sackratte hat mich nämlich jetzt runtergehauen. Jetzt bin ich nämlich unter 70%. Mir hätte das auch ganz normal mit einem Doppelkorbi oder mit einem Gab oder so. Es ist eigentlich prinzipiell egal, mit wem du das machst. Es ist dennoch eigentlich ganz easy, den ganzen Spaß hier zu machen. Wobei ich sagen muss, ein Doppel-Boa-Team, wenn ich das jetzt hier so sehe, ist vielleicht doch nicht so angemessen, weil man halt, wie gesagt, den Effekt hat, ja, dass sozusagen Boa, wenn 70% vom Dings weg ist, ja, die ATK verliert. Also im Marco-Team würde ich jetzt auch, könnte man eigentlich empfehlen, muss aber nicht unbedingt sein. Also wie gesagt, an easiesten würde ich sagen, geht es auf jeden Fall mit, ihr seht, jetzt habe ich einen Boa Boost wieder gehabt, da ging es ruckzuck, ganz ehrlich, ist halt anfangs ein bisschen doof gelaufen, aber dennoch ohne größere Probleme, sage ich mal, jetzt durchgekommen und dennoch ganz easy. Also die einfachste Variante, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist eigentlich Doppel Gab, kannst nichts verkehrt machen, oder Shanks geht auch richtig easy, da geht es, denke ich, mal schneller. Zwei Lila habe ich bekommen, naja. Wie gesagt, ich habe jetzt gleich Turtle Time. So, für die Leute, die sich jetzt interessieren, was hat denn der Jute Tobi auf dem Herzen, was uns alle interessiert? Ich gehe nämlich mal meine Friendlist und für die Aktiven jetzt schon unter euch, die wissen eventuell, was ich auf dem Herzen habe. Und zwar, ich habe 14 Plätze noch frei. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, bei mir in die Friendlist zu kommen. Was müsst ihr tun? Entweder ihr habt ein schönes hohes Piratenlevel, was verlockend für mich ist. Oder gebt mir einen Grund, sozusagen euch aufzunehmen. Sagen wir mal so, schreibt mir irgendwas mal in die Kommentare. Keine Ahnung, was ihr für Charaktere habt. Was eure besten Charaktere sind, oder macht es mir schmackhaft, euch sozusagen bei mir in die FL aufzunehmen. Wenn ihr es gut anstellt, ist es mir auch scheißegal, was ihr für ein Piratenlevel habt, ganz ehrlich. Ja, ihr müsst euch halt nur sozusagen gut empfehlen, sagen wir mal so. Was ich bevorzuge, sind auf jeden Fall Leute, die Markos haben. Also wenn ihr einen 5-Star Marco habt und spielt mit denen aktiv die Turtle Times Montag und nehmt die nicht raus, sozusagen, dass ich auch was von hab, werde ich auf jeden Fall bevorzugen. Was ich noch bevorzugen wäre, Leute, die Boas haben. Ich sag mal, ja, Legends, prinzipiell könnt ihr mir eigentlich mal so in die Kommentare schreiben, was ihr so für Legends habt. Wie gesagt, bevorzugen werde ich da auf jeden Fall Sengoku, Boa und den Juten 6-Star Shanks, weil ich die drei nämlich habe. Und ja, wie gesagt, haut's mir einfach unten alles in die Kommentare, falls ihr Bock habt, bei mir in die FL zu kommen. Und das wird jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich einfach mal so random frage. Und ich frag auch deswegen einfach mal bei so einem nahezu uninteressanten Run, sag ich mal, dass wirklich so die Aktiven mal reinkommen. Wenn ich jetzt mal hier euch die Story oder meinen Story-Fortschritt zeige, ich habe noch 3 Inseln offen. Ich spiele derzeit eigentlich immer nur extra Insel.
Deswegen habe ich die Story noch nicht so groß gespielt, sagen wir mal so. Und da kommt ja jetzt demnächst noch Enies Lobby dazu. Deswegen habe ich dann 4 weitere Inseln, wo dann nochmal der ein oder andere Platz für die Friendlist dazukommt. Aber dazu ein anderen Video mehr. Okay, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, Hausaufgaben habt ihr gekriegt. Haut zum unten in die Kommentare, weshalb ich euch annehmen soll. Also wie gesagt, schickt mir am besten über meine ID, die unten in der Videobeschreibung steht, eine Freundschaftsanfrage. Und in die Kommentare schreibt ihr mir dann sozusagen euren Namen. Und weshalb ich euch annehmen sollte. Also wie gesagt, ich habe alles gesagt, was ich so bevorzuge, meine Vorlieben, sag ich mal. Und ja, sag, schaut's rein und bis zum nächsten Mal.